Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns heute auf dem Stand der Firma Timocom anlässlich der Transportlogistik 2009. Neben mir steht Herr Mann, Manager der Firma Timocom. Herr Mann, was hat Sie bewogen, und zwar 2009 wieder auf die Transportlogistik zu gehen? Sie sind ja in den letzten Jahren immer schon dabei gewesen. Sie haben Visionen für dieses Jahr. Sie haben den Markt abgeklopft. Was erwarten Sie schlichthin von der Transportlogistik, und zwar in 2009? Also die Transportlogistik ist die wichtigste internationale Logistikmesse dieses Jahr. Wie Sie wissen, haben wir durch die wirtschaftliche Lage sehr, sehr viele Messen abgesagt bekommen und versuchen auf der Transportlogistik eine Kundenpflegemesse draus zu machen, weil wir haben über 10.500 Unternehmen bei der Timocom natürlich und versuchen halt hier Neukundengewinnung und natürlich die Ist-Kunden zu pflegen und unsere neuen Funktionen, KAP-Funktionen natürlich vorzustellen, unser Online-Gewinnspiel für die Ist-Kunden darzustellen, weil wir wollen den Kunden zufriedenstellen, darauf eingehen, auf das Wesentliche zu achten natürlich und natürlich auch den Kunden das Gefühl geben, wir sind für sie da. Das ist ganz, ganz wichtig für uns natürlich. Gut, das ist die eine Geschichte. Was ist dieses Jahr sonst noch auf der Agenda? Ist irgendwas an Expansion geplant? Gibt es irgendwelche Events, ich sag mal so, wo Sie noch präsent sind? Oder? Also es wird so aussehen, dass wir dieses Jahr nur noch eine Messe haben werden. Das ist die Barcelona in Ziel, die Logistikmesse, die spanische. Und dann werden wir noch mehrere kleine Events in Frankreich, Deutschland und Spanien wohl machen. Ansonsten wird dieses Jahr weniger an Events und Messen gestaltet, sondern mehr auf das Wenige für nächstes Jahr gewappnet zu sein, einfach wieder auf dem Markt da zu sein. Herr Mann, wir kennen uns ein paar Jahre schon. Wie war das letzte Geschäftsjahr? Schlechthin zufrieden oder nicht zufrieden? Letztes Jahr war ein Bombenjahr für uns natürlich. Wir haben über 38 Millionen Umsatz gemacht über die Timocom und wir hoffen natürlich, dass dieses Jahr das übertreffen könnten. Das ist die Zahl 38 Millionen, meine Damen und Herren. 38 Millionen, das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist wieder einer, der das richtig super rüberbringt. Das ist einer, der das Ding überleben wird. Ganz klar, Herr Mann, als Manager der Timocom. Recht vielen Dank.